Ich wünsche euch einen fröhlichen 19. Dezember. Heute beginnt ja für viele der Urlaub und die Ferien. Also, oder? Heute ist es doch, ne? Ja, heute ist es soweit. Wie macht Ferien und sowas? Mein heutiges Geschenk. Oh yeah. Also erstmal habe ich einige Süßigkeiten bekommen, die habe ich aber... Da habe ich auch mein Bäuchlein drin. Ah, ist übrigens auch, das ist übrigens auch ein T-Shirt, das ich einfach so erhalten habe, ja? Was ich mir mal gekauft hat. Meine kleine Schnecke. Ich habe ein Gyroskop bekommen, ja, von Tedco. Yeah, yeah, yeah. Ich habe genau davon schon eins gehabt, aber das ist mir halt kaputt gegangen. Ich habe sie damals gezeigt und da war es schon kaputt und da habe ich mich dann noch aufgeregt, dass es gescheit funktioniert. Also ihr kennt ja sowas. Ihr wisst, was ein Gyroskop ist, ne? Das dreht sich dann so und dann das kann man so hinlegen und es fällt aber nicht vom Ding runter, wenn ich die Hand wegnehme. Das hält sich gerade. Ihr kennt es. Ja, mein heutiges Thema, ich habe es einigen Leuten versprochen, ist es praktisch Silvester Teil 2. Ich zeige euch heute die Kracher und den Kram, den ich halt einfach noch da habe, also von den Jahren davor. Ja, gehen wir einfach mal los. Ich komm ab, scheißding Mensch! Also hier ist alles in allem. Das sind halt noch die Raketen, die ich noch rumfliegen hatte und eben Kisten, Kartons mit Zeug drin. Die Raketen, da habe ich natürlich immer gerne viele, weil man damit so coolen Scheiß machen kann. Da ist noch welche eingepackt. Und diese schwarzen Dinger sind ganz wichtig. Denkt dran, die Anzündstäbchen. Riesenwunderkerzen für die Mädchen, ja, ganz klar. Man muss einfach als partyplanender Mann, muss man alles da am Start haben. Also man sieht, das sind einige. Die Kisten, also die haben auch eine gewisse Höhe, sag ich mal. Das sind die kleinen. Da ist halt so Bunterfetz drin, ne? Einfach alles mögliche. Was bunt ist, wie zum Beispiel diese, wie diese dicken Brummer oder ihr wisst, was ich meine, ich muss es jetzt nicht zeigen. Moment mal, das da hinten ist aber ein bisschen größer, aber egal. Hier natürlich einfach irgendwelche Böller und Knallfrösche und so und diese Reihen, alles mögliche halt, ne? Ganz viel loser Kram. Und hier, ich hole mir halt immer diese Kisten. Ich komme zwar fast nicht dazu, die aufzumachen, aber ja, die ist schon offen, guck mal da. Da ist schon ein bisschen was verbraucht. Und dann habe ich hier noch von früher irgendwelche Experimente wahrscheinlich. Ja, das ist ein experimenteller Jumble Bumble Kram für Elektrozündung. Und dann wollten wir hier, Kollege und ich, mit Staub, Explosionen und hin und her halt, ne? Hier noch aus ganz frühen Tagen. Bearbeitete Böller, sag ich mal. Und dann ist hier drin noch, naja, ganz viele Knallerbsen. Und so großes buntes Zeug, ne? So große Vulkane. Wenn man dann irgendwelche Bomben basteln will, da ist ja eh nicht, man kriegt es eigentlich nicht hin, dass es so richtig knallt. Beziehungsweise man braucht halt irgendein festes Behältnis, ne? Muss vielleicht auch ein bisschen stopfen. Und dann ist es auch sehr gefährlich, deswegen muss man da immer Obacht geben. Deswegen finde ich es auch geiler, wenn man einfach was baut, was schon Rums macht, aber wo einfach viel Zeug rausfliegt. Und hier sind noch mehr Kisten, Knallerketten. Und noch mehr einzelne Knaller. Da unten sind wieder weitere Böllerkisten. Und da steht auch eine Böllerkiste, die sogar noch, ja, die noch glänzt. Und hier ist auch so eine kleine Sache von mir. Schaut, wartet. Aus meiner Kindheit. Selbstgemachtes Schießpulver. Nicht öffnen. Schade, ich kann es euch nicht zeigen. Ich weiß nicht mehr, wie das war. Da ist einfach mal irgendein Scheiß drin. Ah, Mückefetz. Oh Leute, die kleinen. Das sind die aller coolsten. Die liebe ich, die Teile. Die werden irgendwie nicht mehr verkauft, kann das sein? Ich habe die schon ewig nicht mehr. Ne, die da. Die sind ultra cool. Die sind eigentlich in Ketten. Da noch mehr. Geil, das weiß ich wieder, wo die sind. Ja, da unten ist mein selbstgemachtes Schießpulver. Man konnte irgendwie, wie waren das nochmal? Aus Orangenhaut, wenn man hier irgendwie trocknet oder was weiß ich. Da konnte man allerdings einen Scheiß machen, ja, wisst. Dann so kleine, diese kleinen Katzeköpfe oder wie man die bei euch nennt. Keine Ahnung, kubische Kanonenschläge wahrscheinlich. Aber wir sagen immer Katzeköpfe. Katzenköpfe. Da unten das alles voll mit Kisten einfach, der ganze Ding. Ich sehe selbst mit Erstaunen, dass ich reine Böllerkram tatsächlich sehr viel habe. Und ich habe auch noch mehr Raketen, als ich dachte. Und ich habe wirklich jedes Jahr übelst zugelangt, dass ich immer schön diese Sachen... Ihr kennt doch meine Papierkanone. Wenn ihr die Papierkanone nicht kennt, dann gibt es sofort bei dort ein. Da habe ich eine Papierkanone gebaut. Jetzt kommen wir zu den gebastelten Sachen. Komm, ich habe die Papierkanone am Start. Und das ist die Papierkanone. Und die EBN-1 hinten zu natürlich, ne? Da oben kommen die Zündschnüre rein. Ich habe die halt total behindert gemacht. Die hat nur ein sehr kurzes... Ja, es ist ein sehr kurzes Löchlein. Da sind Zündschnüre, ganz viele, da. Da habe ich noch einfach Schwarzpulver drin. Ich habe noch mehr Flaschen, in denen ich ganz viel Schwarzpulver drin habe. Und da ist halt irgendein Scheiß, keine Ahnung. Und da ist auch noch, das ist so Raketenzeug aus Raketen. Das Schwarzpulver, das den Raketen als Antrieb dient, ist natürlich deutlich krasser als dieses normale Böller-Schwarzpulver. Das geht richtig, hoppala, richtig ab. Ich hole noch den Raketenwerfer, einen Moment. So, das ist der Raketenwerfer. Das ist der Schutz, ne? Das ist der Schutz, wenn die Rakete losfliegt, damit einem das Zeug nicht in die Fresse sprengelt. Und dann ist da unten halt der Griff. Und ja, und da ist gar kein Feuermelder drin. Wie bitte? Das ist halt ziemlich geil, wenn man das von weiter weg sieht. Dann steht derjenige halt da und schießt, dann fliegt ballert da hinten raus. Und das ist übrigens mein Waffenschrank gewesen, das hier lange Zeit. Den habe ich jetzt freigeräumt, habe ich hier anderweitige Verwendung. Ja, das ist, wenn ich jetzt
eskalieren würde dieses Silvester wieder, müsste ich mindestens nochmal genauso viel kaufen, weil ich halt echt auch lang knall. Also da für die coolen Experimente, das geht natürlich richtig ab, solche Raketen anzünden, wegschmeißen und hoffen, dass es nicht zu euch fliegt. Oder mit dem Mörser wegschießen oder mit dem Raketenwerfer. Ja, das ist für mein Schnecklo, das bunte Zeug. Damit sie was hat, gell? Zum Spiele, guck doch. Brumm, 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 brumm. Ja, okay. Das ist für die Mädchen. Brillant, Wunderkerzen. Und die römischen Lichter. Aber Leute, alle schießen die Dinger, halten die in der Hand und schießen damit rum. Ist es cool, klar, wenn man sich damit abschießt und sowas. Aber voll viele wissen das irgendwie nicht. Das ist gefährlich. Also ich hatte so ein Ding in der Hand und dann ist die Kugel anstatt da oben, ist sie hier rausgekommen an der Seite, wo meine Hand war. Hat ein bisschen wehgetan. Also lieber aufpassen, ich würde die Dinger nicht in der Hand halten. Und ich habe Raketen in der Hand hier. Ich halte die fest, bis sie losgehen. Und dann schmeiße ich sie so weg. Also, aber das kann ich euch nicht empfehlen. Das ist nicht cool. Raketen sind cool, aber macht's nicht nach. Macht gar nichts nach. Ihr dürft nichts machen an Silvester. Vielleicht erlaube ich euch, vielleicht dürft ihr das dann nehmen und damit fahren. Okay? Gut, ihr dürft damit fahren. Okay, ihr dürft auch eine Knalle abzuschmeißen. Komm, ich will mal nicht so sein. Das war's soweit mit dem Silvester-Kram. Ich habe jetzt nichts mehr gefunden. Ihr könnt ja mal bei euch gucken, vielleicht habt ihr noch was. Schickt mir. Nee, Quatsch. Habt ihr auch was unterm Jahr? Oder verballert ihr immer alles an Silvester? Dann habt ihr nichts mehr? Oder wie macht ihr das? Baut ihr auch manchmal irgendwelche Sachen, wofür ihr Schwarzpulver braucht? Wie kleine Kanonen oder was weiß ich, Pistolen, Raketen und hin und her. Wie macht ihr das? Habt ihr das? Oder sagt ihr, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.